think you should. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fahrenheit. In der letzten Folge ging es mal wieder ab, das ist glaube ich mein Standardsatz. In der letzten Folge waren wir in Lukas Wohnung, haben Spuren verwischen müssen, da ein Polizist kam. Und jetzt sind wir mit Carla in der Polizeistation. Jetzt geht's weiter und Hi, die Ermittlungen Carla. Gehen weiter. Wie geht's denn so? Hi Doug, ganz gut. Ist Tyler schon da? Nein, ich glaube nicht. Und? Rückt die Pensionierung näher? Nicht schnell genug. Oh ja, man kennt das mit dem Pensionierung. Man hat keinen Bock mehr auf Arbeiten. Die Tür zum Kellergeschoss. Was soll ich denn da? Einfach mal abgecheckt, um mal zu zeigen. Ich versuche halt, wie gesagt, alles oder ziemlich viel mitzunehmen, was in einem Run halt möglich ist. Das Spiel kann man auf jeden Fall mehrmals durchspielen für alle Dialoge und so. Bestimmt schon, bestimmt 10 Mal oder so. Müssen wir nicht zu übertreiben. Obwohl, es ist doch übertrieben. Scheiß drauf. Die wunderschöne Polizeistation. Tyler ist noch immer nicht da. Ich ruf mal bei ihm an. Geil. Direkt Stress machen. Macht euch keinen Stress, Leute, im Leben. Das ist nicht der richtige Weg. Haben wir schön Kaffee? Trinkt ihr Kaffee am Morgen? Ich auf jeden Fall nicht. Ich hasse Kaffee. So ein Cappuccino kann man mal machen. Das ist nice. Oder was ich persönlich gern mache, man kann mich jetzt irgendwie eklig nennen. Hey, okay, warum auch immer. Ich mag Energy am Morgen sehr gerne. Mit ein bisschen Tabak, ihr wisst Bescheid. Richtig geil, Alter. Niemals rauchen, Leute. Ganz scheiße. Hey, Carla! Bestell deinen Partner, er soll mir die 100 Kröten zurückzahlen. Die schuldet ihr mir seit 6 Monaten. Geht mich nichts an, Jeffrey. Red selbst mit ihm. Der meidet mich aber wie die Pest. Außerdem hört er hier nur auf dich. Bis später, Jeffrey. Ach ja, nervige Kollegen. Oder in der Schulzeit, wisst ihr? Diese Affen, die immer auf den Sack gehen müssen. Ach, kennt man doch. Carla. Hi, Garrett. Wart mal, Carla. Ich habe schon einige Ergebnisse von den Untersuchungen vom Restaurantmord. Super. Sobald Tyler da ist, kommen wir vorbei. Okay, ich bin den ganzen Morgen hier. Ich habe mir gerade überlegt, dass ich die Folge etwas länger mache, weil ich nichts hochgeladen habe heute. Ich werde das noch heute hochladen in der Nacht. Ich nehme das jetzt gerade um. Wann nehme ich auf? 22.14 Uhr. Vielleicht kommt das um 2 Uhr online oder so. Keine Ahnung, mal gucken. Hä? Muss ich genau hinstellen. Leider ist es manchmal ein bisschen komisch. So, perfekt. Tyler hasst es, wenn jemand an seine Sachen geht. Boah, Alter, ich auch. Ist das bei euch auch so? Sau schlimm. Ich hasse das. Und immer nicht, niemals vergessen, Leute, immer 2 Liter oder so. Wie? Was ist das optimale? 2 Liter Wasser am Tag oder so? Passt bestimmt. 2 Liter. Ballert das euch rein. Macht das nicht so wie ich. Ich hau mir nur Scheiße rein. Ich bin broke, Alter. Tylers Basketball ist immer noch hier. Wie oft muss ich es ihm denn noch sagen? Netter Easter Egg mit dem Quantic Team. Alles hat schon, haben schon so viele Let's Player erwähnt. Aber ich mach's gern noch einmal, falls es jemand nicht kennt, das Spiel. Zwar total bekloppt, aber hilft mir beim Nachdenken. Oh ja, das haben wir so ein bisschen Quick Time Events mit dem rechten Stick. Aber das ist nicht so schwer. Nur sehr wenig Zeit. Ich kenne die Kombination eigentlich auswendig. Ja, perfekt. Wenn man es einmal durchschafft, kriegt man 5 Bonus. Wir machen das doch einmal zum Üben. Oh yes. Die kann das aber echt gut, Alter. Ich hatte auch mal ein Jojo. Aus Holz. Ich glaube, Plastik ist besser, ich weiß es nicht. Ich habe da immer versagt. Ich war froh, als ich so einen Spin geschafft habe. Wie nennt man das? Ja, ich glaube, Spin. Ja, das ist vielleicht falsch, aber ihr versteht schon, was ich meine. Lass uns mal hinsetzen. Wenn Carla es möchte, natürlich. Ich entscheide hier nichts. Es ist ihr eigenes Leben. Natürlich. Wir respektieren das. So, erstmal immer schön die Schubladen checken. Wegen Boni und so. Wie hier zum Beispiel. Ja, genau. Bonus plus 5. Vielleicht zeige ich euch mal am Ende des Let's Plays, was so für Extras gibt. Wenn es sich ausgeht, wenn ich alle kaufen kann. Erstmal schön im Netz surfen. Bisschen Pornhub, YouTube schauen und so. Ihr wisst Bescheid. Nein.
genannt der Spaß. Ich benehme mich wieder so ein kleines Kind. So. Was haben wir bei den Mails? Valium. Up to 60% reduction on Valium. When you order online today, receive more than 300 types of irgendwas. Mich interessiert das nicht. Hi. Von Tommy. Betreff Hi. Hi, Carla. Es tut mir leid, dass ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe. Mein Job nimmt mich sehr in Anspruch. Ich komme vorbei, sobald ich kann und erzähle dir von meinen neuesten Abenteuern. Ciao. Vorlesen war auch noch nie meine Stärke. All das ist schon einmal geschehen. Kirsten, was das wohl heißen soll. Oh, Mystery, Alter. Geil, ein Fall für Galileo Mysteries auf jeden Fall. Ich versuche Kleinigkeiten, so kleine Sachen vorzulesen, damit ich auch mein Commentary wieder verbessere. Ich merke halt schon, ich habe sehr viele Sprachfehler und ich möchte das halt wieder abschaffen, die Scheiße. Was haben wir im Web? Hatten wir schon die Bürgermeisterwahl? Könnt ihr mir trotzdem durchlesen? Ja. Mehr Schnee. Was kann er? Das hatten wir schon mal. Ultimatum, hatten wir das? Ich weiß nicht, aber ich lasse es mal trotzdem mal drin. So. Könnt ihr mal gucken. Was haben wir in der Datenbank? Suche. Achso, so geht das, okay. Ad acta gelegt. Also tatsächlich ein Name, der für einen Fall steht. Ich hätte gern mehr darüber erfahren. Secret Shit, Alter. Ich finde, das Spiel baut das jetzt schon so intensiv auf, sodass man viel nachdenkt. Es ist irgendwie echt nice. Na gut, dann... Bisschen Telefon betreiben, wa? Bisschen callen. Ui, fette Bude. Ja? Weißt du, wie spät es ist? Verdammt. Beweg dich. Die Bedienung kommt heute Morgen, um ein Phantombild des Mörders anzufertigen. Schon unterwegs. Ganz ehrlich, man darf es ihm nicht übel nehmen. Man, der hatte Bereitschaftsdienst, wie wir in der ersten Folge herausgefunden haben. Wir haben ja den Mord ja im Restaurant untersucht. Da ganz ehrlich, da kann man doch mal sagen, ja, ist okay. Mit welcher Taste ging das nochmal? Oh shit. Ah, so geht das. Perfekt. Tylers Wohnung. 27.01.09.04. Boah, kennt ihr das, wenn ihr so langsam aus dem Bett rauskommt wie er? Alter, ich kenn das. Sau schlimm. Bleib doch noch ein bisschen. Tut mir leid, aber ich muss jetzt los. Ich mach uns Kaffee. Okay, ich spring unter die Dusche, zieh mich an und dann bin ich weg. Wir könnten jetzt hier verschiedene Sachen machen, genau. Man kann sich hier hinsetzen beispielsweise. Ich nehme halt das mit, was man im Spiel machen kann. So viel wie möglich. Ja. Er hat sich hingesetzt, jetzt steht er wieder auf. Das ist sehr interessant. Ja. Hier war, glaube ich... War hier das Bad? Ich bin so komplett verwirrt. Ja, ich glaube, hier geht's raus dann, ja. Das ist so eine kleine Wohnung. Aber ziemlich fancy, diese kleine Bude hier. Fragezeichen. Das ist Sox. Eine der Figuren aus meinem Lieblingsvideospiel. Ziemlich cool. Es ist schon total hell. Bin mal wieder zu spät dran. Oh ja. Wer kennt das von euch? Seid ihr so Leute, die zum Beispiel zu spät aufstehen oder so? Ich zum Beispiel nicht mehr. Hey, du siehst ja gar nicht mal so übel aus. Man muss sich immer selbst lieben, Freunde. So muss das sein. Mann, ich könnte sie stundenlang so ansehen, während sie schläft. Wir sind schon seit 2 Jahren zusammen, aber ich fahre noch genauso auf sie ab wie am allerersten Tag. Das ist schön. Ich meine, ich hatte auch mal eine Beziehung und es ist halt einfach mega schön, wenn man mal kurz Revue passieren lässt, wie man zum Beispiel sich kennengelernt hat und etc. Es ist einfach schön. Ein bisschen Liebe machen wir morgen, ihr wisst Bescheid, Leute. Aber ich kann nichts zeigen. Ich dachte, du hättest es eilig. Nicht, weil man irgendwas sieht, sondern wegen der Corporate-Musik. Hey, für dich habe ich immer 5 Minuten Zeit. Nur 5 Minuten? Man hätte sowieso nichts gesehen. Also keine Sorge, Leute. Wir sind auf der richtigen Plattform. Weil ihr wisst Bescheid.
Jetzt werden wir hier rausgeschmissen. Wir können jetzt zu Tyler wechseln, aber da kann man halt nur sehen, wie die Kamera blöd hin und her, so eine Cinematic-Shit und so. Man sieht da halt nichts. Aber ich will das nicht zeigen, weil deswegen Copyright-Musik. Ich würde es euch gerne zeigen, aber kann ich nicht machen. Ich versuche halt Copyright-Dinger, Claims auf diesem Channel sowieso zu vermeiden. Naja, callen wir einfach mal nochmal, skippen wir das. Ja, Carla, bin auf dem Sprung. Ja, ich weiß. Nein, ich wurde aufgehalten, deswegen... Ja, okay, bin gleich da. Erstmal mega Stress verursacht, ey. Aber so ist das halt im Leben, ne? Man denkt, man hat 5 Minuten Zeit und dann geht alles kaputt. So. Wow, Süße. Okay, jetzt bin ich aber wirklich weg. Na gut, immerhin haben wir 10 plus gemacht. Plus 20, minus 10. Damit kann man sich zufrieden geben, auf jeden Fall. Gucken wir mal raus. Beziehungsweise ins Badezimmer. Warum raus, Alter? Was willst du machen? Okay, angeschaut haben wir uns schon. Das brauchen wir gar nicht. Hier ist die Bonuskarte versteckt. So genau habe ich den Raum zum Beispiel gar nicht untersucht. Erstmal Brunzen am Morgen. Auch wieder stehen Pinkler, man kennt ihn. Macht nur Dreck, Leute. Setzt euch hin. Nehmt euch die Zeit, genießt es. Und nicht im Stehen, das ist scheiße. Gönnt euch den Luxus eures Lebens. Und diese Frequenz jetzt hier, muss ich auch wieder zulabern. Es tut mir wirklich leid, wegen den Claims halt. Corporate-Musik ist in dem Spiel leider sehr, sehr groß. Was macht ihr denn jetzt gerade so, ne? Schreibt es in die Kommentare. Ich will keinen Corporate-Claim, das ist nichts gut, diese... Den wegzukriegen, dann ist das Video irgendwie verbuggt. Der Sound ist kacke. Dann für 2 Minuten oder so. Ich kenne das von alten Videos, ich habe gar keinen Bock drauf. So, jetzt habe ich euch zugelabert. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber es musste sein. Ach, ich glaube, ich bin professioneller. Ich bin der professionelle Nervensäge, was das angeht, ey. Weil wir ziehen uns gleich an, Alter. Das war richtig geile Scheiße. Was hat der denn so Feines? Ja. Und kann man das, wenn ich das jetzt langsam mache? Ja, nee, da ist nichts Besonderes. Oh oh. Da ist so jemand nicht so gut gelaunt. Wir können das. Wir schaffen das schon, Leute. Wir sind der beste Partner, den es gibt. Oh, traurig. Sam schmollt mal wieder. Und ich weiß auch warum. Ist auch eigentlich ziemlich obvious. Er ist Polizist, ne? Leg dich wieder hin, Sam. Du holst dir sonst bei der Kälte noch den Tod. Ich friere nicht. Oh Mensch, Sam. Fang nicht wieder an. Ich hab nicht vor, heute den Löffel abzugeben. Das macht mich allmählich wahnsinnig. Ich sterbe jeden Tag vor Angst, dass dir etwas zustoßen könnte. Verständnisvoll. Ich verstehe dich ja, Sam. All die Gewalt ist erschreckend. Aber wenn niemand etwas tut, geht alles den Bach runter. Wir wollen auch mal Kinder haben. Denen möchte ich eine bessere Welt hinterlassen als die, in der wir leben. Und wieso musst gerade du ständig dein Leben riskieren, Tyler? Wieso gehen wir nicht nach Florida, arbeiten mit meinen Eltern und führen ein normales Leben wie andere auch? Wieso muss ich Tag ein, Tag aus um dein Leben bangen? Oh Gott, warte mal, Scheiße. Den Laden deiner Scheiße. Eltern führen? Ich soll hinter einer Ladentheke stehen und Schuhe verkaufen, während sich draußen auf der Straße Kinder gegenseitig abmurksen? Mein Platz ist hier, wo ich was Sinnvolles tun kann. Nicht in Florida. Ich hab verkackt. Mann, ich wollte... Oh. Ich fühle mich gerade scheiße. Ich fühle mich gerade sehr scheiße. Gibt's ein Frustbier oder so im Kühlschrank? Da gibt's ein Sekt oder ein Champagner. Kann ich dem jetzt bitte einfach haben? Oh, nö, ey. Sorry, das tut mir gerade leid. Es gibt bei dem Spiel aber keine großen Konsequenzen an sich. Nur die Dialoge sind unangenehm. Es ist nicht so wie Detroit Become Human oder so. Aber wir tun das wieder gut. Ein bisschen. Es tut mir leid. Ich liebe dich. Ich dich auch, Alter. Geile Sau. Entschuldigung. Okay, lasst uns zur Arbeit gehen. Ich sollte aufhören mit meinen schlechten Witzen. Ja, ich hab verkackt, das regt mich gerade wirklich auf.
Was willst du tun? Das, was ich im Let's Play verkacke, bleibt verkackt, fertig. Das ist so. Hi, Tyler. Oh, Carla sucht dich. Ja, ich weiß. Und, rückt die Pensionierung näher? Ja, Gott sei Dank. Immer die gleichen Gespräche. Oh, Alter, der jumpt ja richtig ab, Alter. So. Jetzt sollten wir uns aber wirklich beeilen. Aber. Hi, Tyler. Alles klar. Okay, schiebt ihr mich halt weg? Kann man auch mal machen. Mach dasselbe Spiel nochmal. Einen zweiten Kaffee reinballern. Das hilft uns auch noch ein bisschen. Sehr schön. Hallo, Tyler. Hola, amigo. The boss is back. Der Boss kommt zur Arbeit, kein Problem. Oh ne, der Typ, ne? Hey Tyler, welch ein Zufall. Ich hab dich schon überall gesucht. Oh Mist. Erinnerst du dich, dass ich dir vor einem halben Jahrhundert Piepen geliehen hab? Ich wäre dir dankbar, wenn ich sie möglichst bald zurückkriegen könnte. Zum Beispiel jetzt sofort. Wohltätige Zwecke. Jeffrey, ich muss dir was beichten. Ich bin total pleite. Ich habe all mein Geld an Wohltätigkeitsvereine verteilt, um die Welt etwas besser zu machen. Für dich und für mich. Wirklich sehr lustig, Tyler. Und jetzt rück dir $100 raus, bevor ich sauer werde. Vorschlag. Ich schlag dir was vor. Wir spielen eine Partie Basketball um deine $100. Gewinnst du, gebe ich dir auf der Stelle $200. Aber wenn ich gewinne, sind wir quitt. Wenn ich gewinne, kriege ich $200? Ich gebe dir mein Wort. Abgemacht. Aber lass dir nicht im Traum einfallen, nicht zu zahlen, wenn du verlierst. Kapiert? Keine Sorge, Jeffrey. Sobald ich Zeit für eine kleine Pause habe, komme ich zu dir. Mir ist erst jetzt aufgefallen. Ohne Scheiß, ich spiele das Spiel schon. Ich habe das schon so oft gespielt in meinem Leben. Der hat eine Zigarette am Ohr hängen. What the fuck? Das haben wir nie gesehen. War die Bedienung noch nicht da? Sie kommt gleich. Geralt hat die Ergebnisse. Kommst du mit? Ich häng nur die Jacke auf und komm dann. Okay, bis gleich. Wir können natürlich jetzt auch wieder einiges untersuchen. Das ist natürlich keine schlechte Idee. Und die Jacke braucht man theoretisch gar nicht aufzuhängen. Aber wir machen es einfach, weil es einfach logisch ist. So, natürlich können wir die gleichen Sachen machen wie mit Carla, wie zum Beispiel das mit dem Wasser trinken. Aber ein paar Sachen unterscheiden sich, wie zum Beispiel den Basketball. Mit seinem Rechner kann man was machen. Alter, easy. Ehrenmann. Geiler Shit. So, gönnen wir uns mal. Gegen Stress, Leute. Sehr, sehr gut. Damals, wo es noch keine Fidget Spinner gab oder kein Magic Flip oder wie die neuen. Oder Mac Flip, genau. Ist ja mittlerweile neu. Von Tomary, Ehrenmann. Eine sehr, sehr geile Idee. Damals haben wir noch mit Basketball und so ein Shit gespielt, ey. So, ich überlege. Okay, hier glaube ich gibt es nichts mehr. Nur am PC. Checken wir mal. Bei Web gibt es da. Ja, hier gibt es das neue Lebenslänge für 200 Peer-to-Peer-Piraten. Ja. Kaltwelle. Ja, das ist was Neues, glaube ich, ne? Ja. China besorgt über die. Besorgt. Verängstigt und so. Ja, ja, okay. Über die Situation in Pakistan. Ich lese das jetzt nicht durch, weil das für mich auch nicht so interessiert. Pleasure! Penis enlarger. Get up to 5 inches auf. Okay. Ich kann euch einen interessanten Fakt erzählen. Ich habe damals, als ich kleiner war, dieses Spiel gespielt und habe diese Website tatsächlich eingegeben. Ich glaube, das war eine Spam-Seite oder so. Gebt sie einfach nicht ein. Ich weiß nicht mehr, was es heute ist, ob die noch existiert, aber ich habe sie mal vor 4 Jahren oder so mal angeschaut. Ich glaube, die Website gibt es wirklich. Außer ich täusche mich gerade, aber ich glaube, das ist wirklich so. Millionen sind schon infiziert. Installieren Sie bitte das angehängte Update, um Ihr System zu schützen. Ihre Freunde bei Quantic Dream Software. Dieser Joke ist einfach nur... Quantic Dream ist schön gemacht.
Tyler, es tut mir so leid, dass wir uns heute Morgen gestritten haben. Ich habe einfach Angst, dass er etwas zustoßen könnte. Mein Deutsch ist scheiße, Sam. Naja, hätten wir das anders gelöst, wäre das nichts zu eskaliert mit der E-Mail, ne? Naja. Ist halt ein bisschen doof gelaufen von mir. Schade drum. Einmal Hashtag schäm dich in die Kommentare. Bitte, machen Sie das einfach. Und? Womit willst du anfangen? Buch. Waren auf dem Buch unter dem Tisch irgendwelche Abdrücke? Ja, und die stimmen mit denen von Gabel und Glas überein. Es war also definitiv sein Buch. Und das sah ganz schön alt aus. Vielleicht ist darüber noch irgendwas rauszufinden. Mhm. Telefonanrufe. Hast du die Liste der Anrufe bekommen, die vom Restaurant ausgemacht wurden? Ja. In den 4 Stunden vor dem Mord wurden circa 12 Gespräche geführt. Ich schick dir die Liste per Mail. Messer. Was hat das Messer ergeben? Jede Menge Fingerabdrücke, die mit denen an Gabel und Glas vom Tisch des Verdächtigen übereinstimmen. Hm, der Mörder saß also definitiv an diesem Tisch. Und die Klinge? Die hat's in sich. Da ist definitiv Blut des Opfers dran. Aber das Komische ist, dass auch Blut vom Mörder dran ist. Hm. Blut und Was Kabine? Was ist mit der Blutlache in der Kabine? Du wirst es mir nicht glauben. Das Blut war nicht vom Opfer, sondern vom Täter. Wieso saß der blutend in der Kabine? Das ist mir auch ein Rätsel. Hat die Kaffeetasse was ergeben? Da waren nur die Fingerabdrücke der Bedienung drauf. Kann nicht sein, Mann. Die Tasse war halb leer. Da hat einer draus getrunken. Und? Was haltet ihr von all dem? Ich kann mir die Blutspuren in der Toilettenkabine nicht erklären. Das Opfer hätte den Täter in einem Geharnel verwunden können. Aber wieso hätte das in der Kabine sein sollen? Man könnte meinen, der Täter habe sich selbst verwundet. Wieso nicht? Jedes Metier hat so seine Schusselköppe. Mörder wohl auch. Die Erklärung erscheint mir etwas dürftig. Jedem das Seine, Carla. Ich arbeite im Labor und du suchst nach Erklärung. Danke für deine Hilfe. Bis später. Schusselköppe. Und, was machen wir jetzt? Du kümmerst dich um das Phantombild. Ich frage in der Gerichtsmedizin nach, ob die Autopsie irgendwas ergeben hat. Okay, bis nachher. Schusselköppe. Wer sagt sowas? Ah, ich kenne dieses Wort nicht. Heißt das irgendwie, jeder Mörder hat seinen Knall oder... Naja, jetzt wird es wieder spannend. Jetzt haben wir 3 Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir machen erst Carla, um euch mal die Quicktime-Events zu zeigen, die es uns jetzt wirklich penetrieren werden, ab jetzt circa. Das kann ich mit Lukas auch zeigen, aber deshalb, das ist das Spannendste, das kommt am Schluss. Ich glaube, ich mache diese 3 Chapter noch und dann war es das mit dieser Folge. Ich mache die Folge, wie gesagt, etwas länger. Leichenschauhaus. Rein da. In die guten Stuben. Minus 10 Grad immer noch. Alles gut. Mir ist schon eiskalt, ey. Und dieser Typ ist echt gruselig. Also nicht die Leiche, der Arzt. Wie er redet, ey. Hört euch das an. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Wenn Sie möchten, können Sie draußen warten. Ich bleibe, wenn Sie nichts dagegen haben. Medizin interessiert mich. Und Autopsien auch. Ja. Wie Sie wollen. Der Typ redet so weird. Naja, Quicktime. Keine äußeren Hämatome am Körper. An der rechten Hand 2 abgebrochene Fingernägel. Er hat den Mörder aus dem letzten Moment gesehen. Ihm blieb keine Zeit, sich zu bewegen. Großes Hämatom hinten am Schädel. Hinterhauptbein gebrochen. Er hat sich beim Fall den Schädel gebrochen. Abnorme Dilatation beider Pupillen. Warum sind seine Pupillen erweitert? Was hat er gesehen, bevor er starb? 3 Stichwunden zwischen der 3. und der 5. Rippe in Herznähe. Die Klinge drang tief ein.
Die Stiche sind von vorne sowie von links nach rechts zugefügt worden. Der Mörder ist links. Ein Stich trennte die Aorta durch und die anderen zwei durchtrennten die linke und rechte Kranzarterie. Er hatte wirklich keine Chance. Die Klinge rutschte durch die Rippen und trennte die Arterien. Schnell. Starb er sofort? Nein, es hat eher lange gedauert. Mindestens 3 bis 4 Minuten. Erst dann hört das Gehirn wegen Sauerstoffmangels zu arbeiten auf. Todesursache. Wurde der Tod definitiv durch die Stiche verursacht? Ja, die 3 Herzarterien wurden durchtrennt. Das Herz wurde buchstäblich vom Rest des Körpers getrennt. Ganz schön krass eigentlich. Ich habe schon einmal so einen Fall gehabt. Ist eine Weile her, in den 90ern glaube ich. Genau identisch. 3 Stiche ums Herz herum, die je eine Hauptarterie durchtrennten. Hat mich damals sehr beeindruckt. Ich fragte mich, wie das möglich war. Der Fall hieß, wie hieß er gleich? Carsten oder Kirsten oder so ähnlich. Kirsten. Ja, genau, Kirsten. Kennen Sie diesen Fall? Noch nicht. Aber das steht als nächstes auf meinem Programm. Schon mal einen Schritt weiter. Ein bisschen was Neues herausgefunden. Genau, die Quicktimes funktionieren so. Man hat gesehen, diese 2 komischen Kreise. Das muss man mit den Analogsticks in die bestimmte Richtung ziehen. Oder wie heißt das? In die Richtung, wo es zeigt, muss man es hin tun. Ja, ihr versteht schon, was ich meine. Polizeiwache mit Tyler machen wir jetzt. Das ist auch ziemlich interessant, finde ich. Und gut gemacht, vor allen Dingen. Herein! Guten Tag, Inspektor. Tag, Frau Morrison. Nett, dass Sie sich hierher bemüht haben. Nun, setzen Sie sich. Tja, wir werden versuchen, ein Phantombild des Mannes anzufertigen, den Sie gesehen haben. Und zwar mit Hilfe eines Computerprogramms. Sie werden sehen, das ist kinderleicht. Wie eine Art Videospiel. Haben Sie schon mal ein Videospiel gespielt, Frau Morrison? Nein. Macht nichts, geht auch so. Wichtig ist, dass Sie sich genau zu erinnern versuchen, was passiert ist. Das Programm enthält verschiedene Modelle von Gesichtszügen. Sie gehen alle durch, bis das Ganze so aussieht wie der Verdächtige. Verstehen Sie mich? Ja, ich glaube schon. Okay, los geht's. Tja. Ich habe gemeint, irgendwas mit, ich versuche das Beste rauszuholen, das meiste, aber auch Kompromisse. Ich mache hier das Beste wieder. Ich werde auch bei manchen Sachen eventuell, ich weiß noch nicht, wo ich das mache, manchmal absichtlich was falsch machen, um eine andere Storyline irgendwie, also nicht Storyline, aber andere Sachen zu sehen, was bei anderen Let's Plays nicht so zu sehen sind. Deswegen, mal gucken einfach. Ich mache das auf jeden Fall am besten, also so gut wie möglich. Ich glaube, ich kann mich noch sogar erinnern, was gepasst hat. Die Augen sind aber alle irgendwie kacke. Die Augen? Das ist halt eher das, was am meisten ähnelt. Was hat Lukas im Mund? Ja, das kommt hin. Wer schaut so? Du, eine geile, wie knackig, Alter. Naja, egal. Nee, das passt auf jeden Fall am meisten, oder? Ja, das passt am meisten. Nase und Augenbrauen, das ist halt immer so ein Thema. Ich glaube, das passt sogar schon, ne? Ich habe immer damals das genommen, aber ich glaube, das ist zu klein. Die Augenbrauen sind, glaube ich, etwas größer bei ihm, ja. Die Haare ist einfach, das. Beim Bart, er hat ja eigentlich überhaupt keinen. Nicht mal ein 3-Tage-Bart, gar nichts. Ich glaube, das ist sogar... sogar perfekt, kann das sein? Oh, warte, ich muss mich kurz richtig hinsetzen. Ah, es tut weh, immer auf derselben Position zu bleiben. So, ich glaube, das passt. Sieht das Gesicht so wie der Verdächtige aus? Mal so große Ohren hat er nicht, ne? In der 2. Folge konnte man das gut sehen, ne? Wo wir beim Spiegel waren. Ich glaube, das passt schon. Ja, zumindest soweit ich mich erinnere. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dieses Bild wird an alle Polizeistreifen, Flughäfen, Bahnhöfe und Busbahnhöfe verteilt. Wenn dieser Typ noch in New York ist, entwischt er uns nicht. Und Sie sollten mal ein Videospiel spielen. Ach ja, ist immer lustig, wenn man sagt so, yo, ich spiele ein Videospiel.
Insekten am Spiel. Ich hatte hohes Fieber und zitterte am ganzen Körper. Meine Migräne bohrte mir erneut Löcher ins Hirn und zu alledem wehrte mein Magen jederlei Nahrung ab. Mein Körper schien gegen etwas anzukämpfen, aber ich wusste noch nicht, wogegen. Naja, es ist echt mit dem Phantombild echt schwer, ey. Man sieht ihn jetzt hier eigentlich ganz gut. Ich habe das doch gar nicht so schlecht getroffen, oder? Ach Mann. 50 bis 75. Ich glaube, es geht auch 75 bis 100. Ich habe keine Ahnung. Aber so sind wir ziemlich gut geworden. Ist es okay. Ich meine, auch wenn wir es absichtlich komplett verkackt hätten, es wird das sowieso dasselbe Ergebnis rauskommen. Hände trocknen. Wer findet diese Dinger geil? Ich finde die geil. Irgendwie. Vor allem im Winter, ey. Wenn du so zum Beispiel draußen warst, dann gehst du in den Meckes rein, weißt du? Wo man mittlerweile bei uns zahlen muss. Ich muss einfach weitermachen, als sei nichts geschehen. Fürs Klo. Bloß kein Misstrauen erregen. Trotz meines Zustands beschloss ich, wie gewohnt zur Arbeit zu gehen. Oh ja. Bei uns muss man mittlerweile bei Meckes, bei uns Mackie, bezahlen. Aber ich weiß noch die Zeit, wo man noch nicht zahlen musste, ey. Alter. Hallo? Die KI hasst mich wirklich. Naja, auf jeden Fall habe ich immer Zeit. Man musste heute zahlen und auf jeden Fall gibt es da diese, wie heißt das, diese Trockner. Hintertrockner, das ist echt geil. Warum laber ich euch eigentlich zu mit Scheiße? Die KI ist auch interessiert. Ich bin Leiter der Informatikabteilung bei der Nasum und Jones Bank. Ich teile mein Büro mit Warren. Redet irgendwas? Weißt du, wie spät es ist? Was ist denn mit dir? Ich hatte ein kleines Problem auf dem Herweg. Ich musste nochmal nach Hause, um mich umzuziehen. Dieser Typ ist so komisch. Direkt unheimlich. Wie bitte? Was? Hast du was gesagt? Nein, ich habe nichts gesagt. Ist wirklich alles in Ordnung, Lukas? Ich habe was gehört, als ob ich Gedanken lesen könnte. Sehr weird auf jeden Fall. Boah, stell dir mal vor, ihr könntet wirklich so Leuten in die Gedanken schauen. Boah, wie viel Negatives rauskommen würde wahrscheinlich. Alter, übel. Tiffany und ich dürfte vor 2 Jahren gewesen sein. Ich habe es einfach noch nicht wegwerfen können. Na, kennt man, wenn man eine Beziehung hatte, Bilder und so, schwierig zu löschen. Ein Kreuz, weiteres. Ein Leben, was für uns ziemlich gut sein wird. Für dieses Let's Play, weil ich es auch schwer spiele. Übrigens, diese Kamera ist echt geil gemacht. Lukas? Alles in Ordnung? Ja, alles klar. Hier gibt es halt keine Sachen, wo dein Geisteszustand besser wird. Das ist das Problem. Nur am Anfang, glaube ich, war das, ne? Das ist echt unangenehm und scheiße. Deswegen muss man mal gucken, dass man hier ca. 50% hat. Sau übel, ey. Lukas Kane? Hallo, Lukas. Hallo, Tiffany. Ich habe dir gestern Abend eine Nachricht hinterlassen. Ich möchte ein paar meiner Sachen bei dir abholen. Passt dir heute Abend? Ja. Ich dürfte so gegen 8 Uhr zu Hause sein. Okay, wird nicht lange dauern. Ist alles in Ordnung, Lukas? Ich muss Schluss machen, ich hab zu tun. Tschüss. Pass auf, die Tasse! Lukas? Stimmt was nicht? Nein, ich dachte nur... Es kam mir so wirklich vor. Ich sah die Tasse fallen. Oh Mann, ey. Man kann einfach... Man kann Sachen gucken. Hallo? Ja, wir schauen sofort nach. Nummer 62 hat ein Problem. Ich gehe hin. Nein, lass. Ich mach's. Wie du willst.
Ja, es ist halt. Er kann die Zukunft sehen. Genau so, ja. Wie ich es gesehen hatte. Übel. Wie mit den Bullen in der Wohnung. Kann es sein, dass ich Dinge sehe, bevor sie sich zutragen? Na, er hat ja schon im Park schon gesagt, ne? Manche Sätze sind ein bisschen unlogisch, finde ich. Aber ist halt eben so. Es ist ein altes Spiel. 2005, um genau zu sein. Die erste Version für die PS2. Yo. Er ist ein richtiger Psychoschock, Alter. Als ob Pantimos gerade Psychoschock eingesetzt hat, ey. Irgendeiner Pantimos auch nicht der Simsala. Besseres Pokémon. Anderes Thema. Oh Mann, ey. Wenn Corona lebendig wird, Leute. Das ist Corona. Ja, es sind irgendwelche Milben oder so, aber es sind keine Viren, aber die sehen so aus wie Viren. Es geht los. Richtig, gar kein Bock. Ja, Bewegung, richtig geil. Tschüss. Die Quicktime-Events. Wir spielen auch schwer. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Oder fast keine. Bis jetzt, bis jetzt läuft's doch. Oh Mann, ey. Diese Milben, Alter, wie sehen die aus? Wer hat, wer hat das Design, bitte? Warum sind die jetzt plötzlich groß? Es kann nicht echt sein, oder? Ist ja logisch. Ist nicht echt. Okay, jetzt muss ich. Ja, spammen. Sorry, falls es so laut ist auf meiner Tastatur. Mein Mikrofon ist sehr empfindlich, leider. Aber das kann ich nicht halt besser einstellen. So, okay, haben wir. Uiuiui, Junge, Junge. Chill. Du brauchst nicht gleich so aggro werden, mein Freund. Was willst du machen? So, rein da. Batz, Junge. Keine Chance hat er. Dumme Sau. Alter, hier geht alles kaputt. Was ist denn los? Ich habe diese Dinger übrigens nach unten gestellt, damit man besser die Sequenz angucken kann als Zuschauer. Deswegen, ich muss immer nach unten auf die Buttons drücken. Ich sehe nicht das, ich sehe nicht so gut, was da passiert. Wie findet ihr die Sequenz? Ich finde es ziemlich cool. Shit. So ein Fehlerchen. Und wieder ein Fehler. Nein, das war schon ein Fail. Alter, das ist schon ein Fail. Noch zwei kleinen Fehler. Alter, das ist übel. Das da schon zwei kleine Fehlerchen. Und das war schon Fail. Krass. Okay, schwer, ganz, ganz schwer natürlich. Konzentration. Ey, das ist krass, die Schwierigkeit. Ich bin echt schlecht geworden. Jetzt muss ich das alles neu machen? Nee. Sehr gut. Das kriegen wir doch wohl hin. Das kann man nicht schaffen, das ist Absicht gemacht, das ist ziemlich frech. Aber wir haben es geschafft, nach zwei Fails, das ist krass, okay. Die späteren werden noch schwieriger, natürlich. Ich mag Quicktime Events. Eine zweiköpfige Schlange. Ein Kopf in dieser Welt, einer im Jenseits. Wehe den, der durch die Schlange hindurch sieht. Sei ziemlich krank gemacht, ey. Lukas? Lukas, was ist los? Hörst du mich? Alles in Ordnung? Alles gut. Hey, du hast dich verletzt. Du blutest. Ich muss weg. Ich hatte keine Ahnung, was geschehen war.
Aber eins weiß ich. Diese Dinger hätten mich fast umgebracht. Haben dich auch zweimal gekillt gerade. Wegen mir. Es tut mir leid. Ich war mal besser, ganz ehrlich. Das ist erbärmlich. Ich war ausgelaugt. Nach dem Vorfall im Büro fragte ich mich, ob ich noch bei Verstand war. Ich war dermaßen erschöpft, dass ich keinen Schlaf fand. Ich fürchtete, von Albträumen heimgesucht zu werden. Ich ging im Zimmer auf und ab. Ich wäre liebend gern ins Bett gegangen, aber ich bekam die Augen nicht zu. In der nächsten Folge geht es dann hier weiter. In seiner Wohnung wieder. Und hier können wir diesmal weitere Sachen gucken. Wie mit dem Player, den kann ich leider nicht zeigen, aber die Gitarre, Boxsack und so. Kann man vieles angucken. Das spare ich aber für die nächste Folge. Wenn es euch gefallen hat, diese geile Kacke hier, dann lasst doch gern ein Abo, ein Like da. Oh, erstmal strecken, Alter. Ich bin ein bisschen müde. Es ist jetzt aktuell. Die Aufnahme ging. Yo. Was habe ich gesagt am Anfang? 22.14 Uhr oder sowas, ne? Die Aufnahme ist ziemlich lang geworden. Wie ich es wollte. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst Like da, Kommentar, dies, das, bla, bla. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fahrenheit. Halt.